You remember me? I'm the one who haunts you in your dreams. Do you remember who I am? Do you know my bloody name? Tell you now, it's Raven! Raven Dark Creep, it's Raven! Raven Dark Creep, now I repeat, it's Raven Dark Creep! Emma und Jonathan waren zwei Kinder. Sie spielten gerne im Wald. Ihre Eltern haben es ihnen jedoch strikt verboten, weil es gefährlich sein könnte. Je leichtsinnig sie waren, desto schneller passierten irgendwelche Missgeschicke. Jonathan verletzte sich an einem Baumstumpf und einmal verlief sich Emma sogar, als sie im Wald spazieren war. Sie verlor Jonathan aus den Augen und natürlich die Umgebung. Man brauchte genau 5 Stunden, um sie zu finden. Doch einmal war etwas ganz komisch. Und zwar an Emma. Sie kam aus dem Wald, alleine ohne Jonathan. Ihr Vater erwischte sie dabei, als sie aus dem Wald kam. Sie war kreidebleich und sprach kein einziges Wort. Ihr Vater schimpfte zunächst mit ihr, aber als er bemerkte, dass sie blutunterlaufene Augen hat und es den Anschein hatte, dass sie geweint hatte, fragte er sie, doch sie sagte nichts. 5 Minuten blieben sie dort stehen, bewegungslos, Vater und Tochter, bis die Tochter ihren Blick auf ihren Vater richtete und anfing bitterlich zu weinen und zu schreien. Was hatte sie dort in diesem Wald gesehen? Ich kenne die Antwort. Ich kenne alle Antworten, denn ich kenne das Geheimnis der Verdammten. Ich kenne das Rätsel. Aber nicht die Lösung. Aber wer kennt die Lösung? Natürlich die Schatten selbst. Nachdem ich diese Story gehört hatte und natürlich aus der Klapse ausgebrochen bin, ja, bin ich zu diesem Ort gefahren. Hab mit diesem Mädchen geredet. Sie sprach aber nach ihrem Weinen und Schreien mit niemandem mehr. Von diesem Jungen, Jonathan, war nichts mehr zu finden. Keine Spur, kein Aufenthalt, aber ich wusste genau, es waren die Schatten. Aber hey, falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Lucas. Und meine Story kennt ihr bestimmt ja schon. Wahnsinniger Mörder flieht aus der Psychiatrie nach der Ermordung von 2 Menschen. Ha, ist klar. Für eine gewisse Zeit hatten diese Schatten Kontrolle über mich. Sie haben mich gezwungen, einige Sachen für sie zu tun. Sachen, die ich normalerweise niemals hätte tun können. Oder sollen. Oder wollen. Aber nun bin ich hier. Hier auf der Suche nach diesem Rätsel, von dem diese Schatten, bösen Geister, Dämonen, was weiß ich, mir erzählt haben. Und genau dieses Rätsel ist ihr Geheimnis. Und dieses muss sich auflösen. Nur so kann ich mich von diesen Schatten befreien. Nur so kann ich diesen Jonathan zurückholen zu seiner Familie und diese Schatten für immer aus dieser Welt zu vertreiben. Und ich bin mir zu 100% sicher, dieser Wald oder was auch immer in ihm liegt, beherbergt des Rätsels Lösung. Deswegen muss ich diesen Wald erkunden. Und ihr könnt mich gerne für einen geisteskranken Wahnsinnigen halten, für einen geisteskranken Serienmörder oder was weiß ich. Ist mir egal, Hauptsache ich kann euch retten. Ich melde mich, sobald ich diesen Wald durchhabe. Ich bin auf der Spur nach des Rätsels Lösung.